herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen Mercedes Sprinter aus dem Jahr 2019 und da schauen wir doch mal, was hier alles mit dabei ist. Das bleibt alles gleich hier. Wir haben hier von bis 127 bis recht. Getriebe, 7 Gänge, dann Interieur sieht jetzt mal so aus. Ganz schick. Was mir nicht gefällt, ist natürlich das. Was ich noch dazu sagen kann, es ist eine Beta-Version, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Gibt es dann ja auch in verschiedenen Farben. Ist das auch hier? Oh, stimmt. Ups. In Rot. So, zack. Also die Metallic-Farben funktionieren und auch die nicht lackierten Farben funktionieren. Und dann schauen wir mal. So, wir haben Türgriffe Chrom, Plaste, Spiegel lackiert und auch Chrom. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Gab es so noch nicht. In den ganzen vorigen Versionen, das finde ich ganz cool, dass hier so ein bisschen auch mal was gemacht wird. Und Interieur bleibt erstmal so. Jetzt schauen wir da mal, wie schon gesagt, das ist jetzt hier hinten noch Beta, ne? Das ist ganz wichtig nochmal zu erklären oder zu erläutern, dass der noch nicht ganz fertig ist. Starten wir mal den Mini-Diesel hier. Ja, hier kommt das Navi, das ist schon mal nicht so schlecht. Das funktioniert auch hier. Der Schlüssel funktioniert. Sieht ganz gut aus. Hier werden auch die Gänge angezeigt. Das ist auch gar nicht so schlecht. Scheiben wir schon mal gucken, ob die von außen gehen. Ne. Scheibenwischer funktionieren hier noch nicht. Wir gucken uns dann noch. Auch sind die, übrigens sind die von innen auch verkehrt rum. Ne? Also gebogen rum. Aber wir schauen uns dann noch die Geschwindigkeit an. Dann, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind. Kurz zum Testen. Und jetzt erst bei den Lichttest. So, kommen wir zum Lichttest. Standlicht. Haben wir schon das Tagfahrlicht hier mit dabei. Ablendlicht, Fernlicht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Gefällt mir. Auch hinten die Rückleuchten sehr schön. Bremslicht auch sehr gut. Die Blinker auch im Spiegel. Und dann auch vorne mit dabei. Sehr schön. Also das Licht gefällt mir schon mal sehr, sehr gut hier. Und dann möchte ich nochmal erwähnen, dass es auch für solche Sprinter Cargos gibt. Ich habe hier zum Beispiel, ich gehe jetzt hier nochmal raus, Truck Parts Paletten, die werde ich jetzt hier gleich nehmen. Das heißt, LKW-Teile haben wir hier zum Verladen und dann zum Liefern. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich werde das auch nochmal verlinken. Dann könnt ihr den Mod natürlich auch nutzen. Das heißt, ihr könnt dann auch mit dem Sprinter das war's mit dem neuen Sprinter. Auch mit dem Sprinter ganz normal hier eure Frachten fahren. Ne? Also hier sind diese Parts. Uip, tschack. Drückt einfach auf T und dann habt ihr eigentlich im Prinzip schon eure Paletten hinten im Laderaum. Ne? Und dann fahrt ihr jetzt praktisch hier. Ich zeig's euch mal auf der Karte. Stopp. Seht ihr, da müsst ihr jetzt hier nach. Wo müssen wir überhaupt hin? Nach England, nach Sheffield fahren. Diese Paletten LKW-Teile. Ich mach's nochmal raus. Gut. Genau, da sieht man es jetzt nochmal. Da, diese Truck Parts, ne? Und da könnt ihr halt, wie schon gesagt, Ware auch mit zum Sprinter fahren. Oder halt auch mit dem BDF ohne Hänger. Das vielleicht nochmal so zum Erwähnen. So, jetzt sind wir also unterwegs im Sprinter hier. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Gefällt mir auch diese Reflexion hier, weil das ist meistens so ein bisschen so, ja, ein bisschen Chromzeug hier oder reflektiert halt einfach. So, wir machen jetzt hier mal die 80 km/h, locken wir mal ein. Wir drücken mal hier unsere Anzeige und jetzt sagt er hier 83, 82, 83. Ich würde mal sagen, so grob passt es schon. Also da will ich jetzt nicht zu arg ins Gericht gehen. Also das passt schon. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Also dieser Sprinter ist noch nicht ganz fertig. Beta-Version, habe schon erwähnt. Aber er funktioniert 1A zu finden beim Actros-Händler, logisch im LKW-Händler. Ganz normal als Mod zu finden. Interieur passt auch so, weil wir haben Licht, wir haben, das mir auch sehr gut gefällt. Ja,
Ansonsten, wie schon gesagt, wie so Cargo-BDF könnt ihr hier mit ganz normal Fracht transportieren. Das macht natürlich dann auch Laune, vor allem für die Leute, die gerne Sprinter fahren. Es gibt ja auch Sprinterfahrer, die ETS 2 zocken, gibt es auch. Kenne ich sogar einige. Grüße gehen raus. Aber von daher, coole Geschichte hier. Ne? Vor allem, wenn der mal fertig ist, ist er bestimmt ganz hübsch. Gut, habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen. Glocke drücken und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Sonntag. Bleibt gesund, ne? Ihr wisst's. Und ansonsten stay at home and hier, ne? Sprinter fahren. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.